Hey Leute, heute ist es endlich soweit und es gibt ein neues Let's Loot. Diesmal in einer kleinen anderen Aufnahme, denn ihr kennt das vielleicht schon von der Kawaii-Box, die Nadine ausgepackt hat. Wir machen das jetzt mit Doppelcam, heißt einmal da und einmal hier. Ihr seht sogar die Cam, die das genau aufnimmt und da mache ich das jetzt auch rein, damit ihr es hier auch sehen könnt. So, ich würde sagen, das Messer ist bereit und dementsprechend machen wir natürlich die Loot-Chest auf. Hier oben müssen wir sie aufmachen. Ich muss das kurz mal hier doppelschnibbeln. Hau dabei die Kamera weg. So, und dann würde ich sagen, wir machen mal die Loot-Chest auf, die letzte für dieses Jahr. So, ich muss das jetzt hier logistisch etwas alles anpassen, weil natürlich der Platz begrenzt ist. Aber hier haben wir ein hübsches Lootbook. Und zwar Dezember-Lootbook in einem schönen Design, wenn man das so möchte. Hallo, liebe Looter! Diesen Monat ist es endlich soweit. Star Wars geht in die nächste Runde mit dieser Box. Wollen wir dieses Thema natürlich nicht unbeachtet lassen. Viel Spaß damit. Nicht vergessen, das YouTube-Gewinnspiel genau. Wir freuen uns wieder auf eure Videos. Ob ihr gewonnen habt, befahrt ihr im nächsten Loot Chest Unboxing. Und weiter gucken wir nicht, denn sonst wissen wir die Items schon. Tja, ich denke mal, diesen Monat wird es ein bisschen schwierig mit Sachen für mich. Denn natürlich überschattet Star Wars alles. Aber das ist völlig okay. Und hier sehen wir gleich als erstes The Inner World. Das ist ein PC-Spiel. Ich weiß gar nicht, der Code steht genau hinten drauf. Ich werde den mal schnell abdecken, so dass ihr den nicht seht. Hier sind ein paar Infos. Und sehr cool, dass ich glaube, das habe ich noch nicht. Also von daher ist es perfekt. Wie gesagt, The Inner World, ein Code. Und dann widmen wir uns dem nächsten. Oh, nice. Das ist natürlich cool. Ich schalte mal um die Kameras. Hier ist ein Batmobil von Hot Wheels. Das ist nice. Also das gefällt mir gut. Das packe ich auch direkt mal aus. Auch wenn mich vielleicht einige dafür hassen werden, dass ich sowas direkt auspacke. Aber ich finde, man muss das auspacken. So. Da, ich mache das mal scharf. Sehr, sehr cool. Ein Hot Wheels Auto hatte ich früher auch. Habe ich auch eine Rennstrecke gehabt. Und jetzt natürlich umso besser, um damit rumzufahren. Next, ein Shirt. Das ist natürlich ein bisschen größer. Das werde ich mal auf der großen Cam auspacken. Und zwar haben wir hier Halo. Wie cool ist das denn? Also das ist natürlich nice. Ich bin nicht so der Halo-Fan, weil ich eben keine Konsole habe. Aber das ist cool. Der Stoff ist ganz nett. Und es ist grau, also nicht irgendwelche komischen Farben, von daher hat es bei mir schon gewonnen. So, nächstes Item. Eine Kiste von Captain America. Das ist natürlich cool, eine Keksdose. Das könnte man direkt als Keksdose nehmen oder eben verschenken. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, es ist mehr Star Wars drin, aber bisher war ja gar nicht so viel. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt zu. Und zwar fängt das hier schon an mit dem Star Wars Space Punch. Mit dem Wookie drauf. Wookie? Ja, ich bin richtig, oder? Wieder mal ein Energy Drink. Den werde ich mir jetzt auch direkt instant schmecken lassen. Prost, Leute. Galaktischer Drink als Collector's Edition zum Sammeln. Der schmeckt voll süß. Ach so, das ist auch ein Vitamindrink. Tja, warum nicht? Schmeckt wie Multisaft, Leute. Kann man trinken. Hat jetzt natürlich nicht so viel mit Star Wars zu tun, aber ist okay. Dann, bevor wir noch ein Shirt auspacken, witzigerweise, ist hier natürlich obligatorisch ein Star Wars Comic drin. Ich habe keine Ahnung. Achso, das ist zum Neuen. Stimmt, die haben ja irgendwie so ein Neues angefangen, ne? So einen neuen Zyklus oder so. Ihr wisst das bestimmt besser, ich habe keine Ahnung. Aber das ist hier auch auf jeden Fall mit drin. Und zu guter Letzt haben wir, zu guter Letzt haben wir noch ein Shirt. Das packe ich natürlich auch wieder vor der großen Kamera aus. Und zwar ist das Imperial Academy Pilot Institute. Das ist natürlich nice. Also, ich sag mal, ich bin nicht so der Fan, aber das finde ich auch ganz cool. Und es ist schwarz, Leute. Es ist schwarz. Zu guter Letzt kommt dieses Jahr dann doch noch ein schwarzes Shirt in die Loot Chest. Ich bin glücklich. Yeah. Nee, ich muss sagen, die hat mir echt gut gefallen, die Loot Chest. Gleich ganze zwei Shirts am Start gewesen. Dann natürlich Inner World. Wir gucken nochmal kurz ins Lootbook. Und zwar hatten wir hier drin natürlich das Imperial Academy Shirt für 14,95. Dann die Marvel Tinbox, finde ich auch sehr nice. Kann man immer gebrauchen, sowas. Für 12,95.
das Batman-Car, den Star Wars-Comic, Star Wars Space Punch. Gut, ist jetzt die Frage, für Sammler bestimmt ganz nett. Dann ein Weihnachtsgeschenk. Eigentlich sollte das nur in 4000 Items drin, in 4000 Boxen drin sein. Aber Luchester hat sich gedacht, okay, wir packen es in jede rein. Und deswegen hat Inner World quasi als Weihnachtsgeschenk reingefunden. Und zuletzt ist natürlich das Plus-Item, das Halo-Shirt. Finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und ja, ich verwackel die Kamera. Ich denke mal, die kann ich schon ausmachen. Ich muss sagen, mir hat die Loot-Chest wirklich, wirklich gut gefallen. Wie gesagt, zwei Shirts, sogar ein Star Wars-Shirt, mit dem ich leben kann und das ich wahrscheinlich auch tragen werde. Dann natürlich Inner World, was ich persönlich nicht spielen werde, aber ich glaube, Nadine wird sich ziemlich drüber freuen. Dann haben wir natürlich die Captain America Box. Finde ich auch sehr nice. Und für mich war das auf jeden Fall ein guter Abschluss für das Loot Chest Jahr 2015. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblings-Item dieses Jahr war. Lasst es mich gerne wissen und sagt mir auch, was ihr in dieser Loot Chest ziemlich cool fandet. Und dann sehen wir uns natürlich zu Anfang des Jahres mit der neuen Loot Raider wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut oder in eins unserer anderen Videos guckt oder vielleicht natürlich in einem Stream einschaltet. Habt eine schöne Weihnachtszeit, Leute, haut rein, ciao!